Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Wir sind tatsächlich jetzt in Folge 55 auf der Zinnoberinsel angekommen. Und, oh, ein Fluchtseil, yay! Und waren schon im Pokémon Center in der letzten Folge und waren schon im Markt und haben ein bisschen eingekauft und verkauft. Und in die Arena wollten wir natürlich auch rein, aber das hat nicht geklappt. Die war nämlich verschlossen, der Arenaleiter war nicht zu Hause. Und solange der ein bisschen weg ist, müssen wir noch ein bisschen andere Sachen machen. Und zum Glück gab es da noch ein paar Häuser auf der Zinnoberinsel, nämlich zwei verschiedene. Und in eins der beiden sind wir jetzt hineingegangen und stellen uns den ganzen Smogons, die hier mitten im Haus einfach erscheinen. Das hätten wir noch fangen können, oder? Ich habe gerade... Kann sein, ja. War gerade auf Tötungsmodus. Töter. Fangen wir das hier. Lalalala. Und so. Volltreffer. Aber das überlebt es. Ganz knapp. Oh ja. Tatsache. Genau wie vorher. So, einfach mal einen Hyperball draufschmeißen. Das sollte doch passen, oder? Ich möchte auch mal wieder was fangen. Juhu! Sehr gut. Smogon hatten wir noch nicht, gibt einen neuen Eintrag. Und es ist ein Giftwolken-Pokémon. Der Körper dieses Pokémon enthält viele Gase. Es neigt dazu, ohne Vorwarnung zu explodieren, oh Gott. Das arme Pokémon. Ja. Gut, dass wir das jetzt auf Vince PC übertragen haben. Ja. So, also hier gibt es irgendwie so verschlossene Türen wieder, die kennen wir ja schon. Ah, ist jemand! Ich kann mit der Tür nicht interagieren. Da greift man direkt Viecher an. Boah, was ist das? Ein wildes Ponita. Hm, ein Feuer-Pokémon. Geil, lass mal fangen. Schlitzer! Lass mal nicht fangen. Hast dich umentschieden. Ach, oh. Da war die Tür ganz kurz weg. Aber du warst nicht schnell genug, Alex. Ja, oh. Ich war nicht. Hä? Da ist auch zu. Ja, aber da ist auch gar nichts hinter. Da ist nur eine Wand hinter. Kann man hier Fahrrad fahren? Ich hab grad voll Bock auf Fahrrad. Radfahren ist hier verboten. Wer hat uns das gesagt? Hier wird nicht gerannt. Was ist diese Stimme? Ja, hier wird nicht gerannt. Na gut, Ponita. Du möchtest also nicht geschlitzt werden, du möchtest ein bisschen gekratzt werden. Darauf stehst du also, ne? Oh, überlebt das noch ein? Was macht es denn da? Es ist Glut. Das ist eine richtig abgefahrene Attacke. Boah, wenn wir ein Pokémon hätten, was Glut könnte, boah, das wäre wirklich erste Sahne. Ah, es hat es überlebt. Nice. Boah, nice. Sehr gut. Der Wahnsinn. Super. Das wird direkt einkassiert. Hyperball. Alex ist hier in Pokémon-Fangstimmung. Oh ja. Boah. Jawohl. Kein Pokémon ist vor ihm sicher. So, auch Ponita ist neu für uns. Das war sogar das erste Mal, dass wir es gesehen haben vorhin. Das Feuerpferd. Die Hufe dieses Pokémon sind 10-mal härter als Diamanten. Sie trampeln alles nieder. Oh, da hat Diktri aber nochmal Glück gehabt. Ja, sich die einfach einen, eingebuddelt wahrscheinlich. Die einen explodieren, die anderen sind härter als Diamanten. Was ist denn das für ein Haus hier? So, wir haben hier schon zwei verschlossene Türen gehabt. Und eine dritte. Oh, ich sehe da links unten noch eine dritte. Ja, okay, Ponita hatten wir jetzt schon. Allerdings sind nur die Hufe sehr hart. Der restliche Körper ist sehr anfällig für Schlitzerattacken. Och, Mensch. Oh. Was ist denn hier los? Oh, oh. Boah, echt nicht verkehrt. Komm, Diktri, level mal auf. Oder nicht. Okay, dann haben wir schon drei verschlossene Türen. Warst du hier schon überall? Links warst du noch nicht, oder wie? Links war ich noch nicht, nee. Okay. Smogon. Ich habe offensichtlich nicht ganz aufgepasst. Ja, Timo war ein bisschen vertieft in seine Schokolade. Was? Verrat doch nicht alles. Schokolade ist unser geheimes Codewort für was auch immer. Also wenn wir Schokolade sagen, könnte das bedeuten, er hat sich seine Haare gekämmt oder vielleicht hat er auch Zähne geputzt. Man weiß es nicht, was man halt so macht beim Let's Play aufnehmen. Oh Mann. Ein bisschen Schmarrnfolge jetzt wieder. Entschuldigung.
Ah, ja, ja. Oh, nice. Komm, lern was richtig krasses. Trommelwirbel. Ah. Ah. Hier ist ein Bett. Boah, das ist eine Statue. Aus. Statue? Na, Statue. Manchmal wünsche ich mir so eine Kamera, an die ich reingucken kann. Ja, solange Diktri alles mit einem Schlag platt macht, kommt er ganz gut klar. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken? Ja, natürlich, das ist der Selbstzerstörungsmechanismus. Schnell! Wir drücken einfach mal rauf, das macht... Er würde es nicht tun, genau. Lustiger Text. Dann sind bestimmt die Türen auf jetzt, oder? Komm, stimmt. Ich will mit diesem Typen mit Brille reden. Smogon. 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 Und Diktri am Start. Diktri nur am Durchschlitzen, weil das so gut ist. Das ist echt witzig, dass Schlitzer immer ein Volltreffer ist. Ja, hier ist jetzt auch... Da ist die Tür. Rein da! Noch mehr Betten! Na toll. Einfach nix. Das ist doch ein Fake hier, der Raum. Ja, dann ist bestimmt noch irgendwas anderes passiert, oder? Ja, die anderen Türen sind wahrscheinlich auch auf. Meinst du? Nicht? Doch, doch. Wir haben auch noch eine Treppe, die wir nicht hochgelaufen sind. Also ja, das könnte sein. Wir machen erst das Erdgeschoss fertig. Ja, natürlich. Boah, also hier ist erstmal nix. Ich will Fahrrad fahren, Mann. Boah, was es hier für Pokémon gibt. Ja, es gibt echt viele, ne? Fast wie auf den Seeschauminseln. Ich hab das noch in Erinnerung, da gab es viel Europa. Ja. Wer nicht mehr weiß, was die Seeschauminseln sind, einfach in den letzten 10 Folgen gucken. Da ist eine gute Trefferquote, dass ihr eine Seeschauminsel-Folge kriegt. Wie viele Folgen waren wir denn auf den Seeschauinseln? So 3 oder so, oder 4? 4, glaube ich, oder 5 sogar. Echt? Oh je. Oh je. Ja, da gab es viele Rätsel zu lösen, viele Steine zu finden. Aber jetzt sind wir endlich auf der Zinnoberinsel. So, komm, jetzt gehen wir zu dem Typen. Straight durch, ohne Pokémon-Kampf. Jetzt ist die... Oh, jetzt ist eine andere Tür irgendwie zu. Verschlossen. Ja, dann müssen wir doch die Treppe hoch. Ja. So, wir schlitzen weiter. Oh nee, das reicht gar nicht. Mist. Ah doch, er ist ja Level Up. Haha. Reicht gerade so. Immer diese offene Tür, nachdem man den Kampf gerade beendet hat. Und ein weiteres Smogon. Schaffen wir auch noch. Wir haben noch 8-mal Schlitzer, das muss dann reichen. Komm, bis Level 43 reicht das noch. Was? 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 Jojojo. Das war das Bett. Ah. Gehen wir hier runter. Auf zur Treppe. Ja, vielleicht finden wir da oben einen, der uns erklärt, was es hier mit diesen Türen auf sich hat. Genau, und irgendwie vielleicht wäre das cool, wenn er uns einfach den Universalschalter in die Hand drückt, mit dem wir alle Türen gleichzeitig aufmachen können. Ja! Ja! Lern was! Komm schon! Komm schon! Oh, 130 Initiative! Boah. Hier ist wieder so ein Schalter. Soll ich einfach mal drauf drücken? Kannst du machen. Oder auch lassen. Vielleicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht? Ja, wer weiß. Letztes Mal ist dann eine Tür zugegangen, sodass wir gar nicht weiter konnten. Na gut, dann lasse ich den erstmal und wir gucken erstmal. Ja. Gott, ist das verwirrend jetzt schon wieder hier. Also links ist eine Wand. Unten ist ein Typ. Hey Typ. Wir wollen mit dir reden. Ich habe das P von Typ den ganzen Kampf über im Mund behalten. Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten.
Ach, der kämpft auch noch mit uns. Dieb möchte kämpfen. Was bist du denn für einer? Vielleicht gibt er auch viel Geld. Der hat Glumanda. Boah, Glumanda. Hatten wir auch mal. Ja. Meinst du, das kann diese... diese Attacke? Diese Attacke? Oh, ja. Wir werden das wohl nie erfahren. Oh, kacke, Mann. Ich sollte hier nicht fluchen. Ah, Glutex haben wir auch. Sieht von vorne sehr viel cooler aus als von hinten. Oh Gott, Raserei. Keine gute Attacke für Glutexo. Es geht immer schief. Das haben wir im eigenen Leib erfahren. Ja. So, jetzt zeigen wir mal, schauen wir mal, wie viel Kohle der gibt. Oh nein, meine Beute. Boah, das sind doch unsere Lieblingsgegner jetzt, ne? Unsere neuen. Gib uns noch mehr. Ah, er erzählt uns was. Die Türen kannst du mittels Schalter schließen oder öffnen. Hm, ja, okay. Ah, das heißt, wir können die auch wieder aufmachen? Wahrscheinlich, ja. Oh nein, ich wollte noch Dickdreh heilen. Tja. Na gut, wie stark ist das? 34? 34 überlebt kein Schaufler, richtig? Ich schätze mal, nein. Wir probieren es nochmal. Ah, oh, ganz locker. Ich hau ihm mal einen Hypertrank rein, ne? Ja, Hypertränke sind übrigens sehr lecker, können wir auch empfehlen sonst. Ja. Haben wir auch immer dabei beim Let's Play, ne? Genau. Wenn uns die Energie ausgeht, schnell mal Hypertrank. Ja. So, also hier geht's nochmal nach oben auch. Aber wir bleiben erstmal auf dieser Etage. Ich bin dafür. Gott, dieses Muster macht mich irgendwie kirre. Ganz, ganz kirre macht mich das Muster. Dich nicht? Doch, irgendwie schon. Okay. Ein Buch. Ein Ponita. Nee, ein Smogon. Komm schon. Vier Schlitzer noch. Drei Schlitzer hier nach noch. Die gehen auch fast nie daneben, ne? Mhm. Ist echt Wahnsinn. Tagebuch. 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ha, haben wir schon. Aha. Hm. Die haben Mew also neu entdeckt. Abgefahren. Nee, Schlitzer reicht nicht. Dann machen wir nochmal Schaufler. Wir wollen hier nicht so viel Schaden einstecken, dass wir auch noch Tränke benutzen müssen, die ganze Zeit. Je weniger, desto besser. So, Ponita. Sieht nach dem Balkon aus. Ja? Ja, so ein bisschen. Mit Geländer und so. Zwei Schlitzer noch. Oh, was? Ein besonders widerspenstiges Smogon. Jawohl, und noch ein Level up. Na, das reicht nicht. Oh ja, das sieht wirklich aus wie ein Balkon. Aber auch nicht wie mehr. So, gut, dann oben rechts waren wir noch nicht. Hier ist wieder eine verschlossene Tür. Die kriegen wir vielleicht mit dem Schalter auf. Das könnte sein. Ich will jetzt aber nochmal hier die offenen Türen, die wir damit vielleicht schließen würden, einmal nochmal durchqueren. So, letzter Schlitzer in dieser Folge. Hoffe ich. So, gucken wir nochmal in das Büchlein. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Was denn für eins? Es ist nicht nur neu, es ist völlig neu. Gut, okay. Ja, okay, Zeit für ein Folgenpäuschen.
Ich würde sagen, in der nächsten Folge kann dein Smetbo mal weitermachen. Oh ja. Was hältst du davon? Klingt gut, ne? Ja, das klingt super. Und dann erkunden wir hier nochmal weiter diese Etage und vielleicht auch noch die nächste und die übernächste und wie viele es auch sonst noch gibt. Jupp. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.